Das muss man irgendwo erstmal sacken lassen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Breaking Point 2. Hier der Fans, die 23. Wir sind immer noch im Bahrain-Wochenende, wo wir auch letzte Folge waren. Aber diesmal in die neue Saison mit dem Start. 3 Monate später, 2023, ein neuer Anfang. Während sie in der Saison 2022 mit der Hard-Realität als Teams in der F1 konfrontiert wurden, ist das Colorsport Bata Global Racing Team bereit, als gestärktes Team zurückzuschlagen, das so von meinem Fanliebling und dem neuen Fahrer Kasper Eckermann geleitet wird. Vorbereitung für 2023 beeinflusst. Ich hatte wichtigere Dinge im Kopf als Kasper. Hätten Sie im Rückblick 2023 lieber etwas anders gemacht? Nein, nein, das war schon alles gut so. Ja. Yeah. Außerdem, was sollte ich denn bereuen? Ich war der Star der Saison. Naja. Naja, komm. Nicht wirklich. Lass mich ra. Ich dachte bloß, wir spielen das ganze Ding jetzt mit Devin Butler. Dad. Devin! Wie läuft das Geschäft? Wie immer, einstellen und feuern. Wie läuft das Rennen? Ach, du weißt schon. Ducken und fahren. Seid ihr alle vorbereitet? Klar. Ich habe die Strategieänderung nochmal geprüft. Ich sehe mir gerade meine Notizen an. Alles abgedeckt, wie immer. Sie werden nur noch meinen Staub sehen. Das klang wie ein echter Butler. Aber denk dran, für uns alle steht in dieser Saison viel auf dem Spiel. Ja, ja, ich weiß. Dad, ich meine das ernst. Du trägst dieses Team auf deinen Schultern. Vergiss das nicht. Naja, du nimmst weiter zweitklassige Fahrer unter Vertrag. Ich kann nicht die ganze Arbeit alleine machen. Vergiss nicht, wo wir jetzt wären, wo du jetzt wärst, wenn das alles den Bach runtergehen würde. Da, wo er hingehört. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich meine es groß. Wenn du nicht deine beste Leistung bringst, landest du ganz unten. Willst du das wirklich? Nein, natürlich nicht. Behalte das im Hinterkopf. Und jetzt mal da raus und zeig mir, was du kannst. Schon dabei. Ich hol dir die Punkte, Dad. Guter Junge. Wir sprechen später. So. Gut. So schön. Und macht die E-Mails. Falls ihr die Sachen lesen wollt, haltet einfach das Video an und wir gehen zum Rennen. Grand Prix von Bahrain am Renntag. Devin Butler hat zuversichtlich, dass er beim Grand Prix von Bahrain gut in die Punkte die Saison starten wird. 2004 war es ein Rennen gegen die Zeit, um Asakir für den ersten Grand Prix vorzubereiten. Die Anlage wurde in letzter Minute fertig, aber heute findet das Rennen nur dort statt, wo es wichtig ist, auf der Strecke. Willkommen zum Grand Prix von Bahrain. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen insgesamt 15 Kurven gefahren. Die Kurven 1 und 4 sollten ein paar Überholmöglichkeiten bieten. Immer wieder ein Knackpunkt ist allerdings die Zufahrt zu Kurve 10. Hier haben wir in den letzten Jahren oft blockierte linke Vorderreifen und den ein oder anderen Bremsplatten gesehen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Fernando Alonso, Russell, Perez, Hamilton, Sainz, Stroll, Ocon, Norris, Albon, Oscar Piastri, Butler, Jackson, Gasly, Tsunoda, Bottas, Sargent, Joe, Magnussen, De Vries und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und da sind wir, 2023 Bahrain. Ich hoffe, ihr habt die Vorfreude genauso genossen wie wir. Die Fahrer sind bereit, die Teams sind bereit. Bist auch du bereit, Stefan? Natürlich bin ich bereit. Eine neue Saison, neue Herausforderungen für alle Fahrer und Teams. Ich liebe diesen Teil des Jahres, Sascha. Jetzt geht es richtig los. Man kann zeigen, wie hart man in den Wintermonaten gearbeitet hat. Zahlt es sich aus? Was erwartet uns in der Saison 2023? Wir werden es herausfinden. Okay. Eine neue Saison, Devin. Lass uns gleich voll loslegen, ja? Viel Glück heute da draußen. Na dann, auf geht's.
Wir lassen alles so, wie es ist. Kommen wir in den Top 5 ins Ziel. Guter Start hier. Zumal direkt auf der Position gut gemacht. Ja, wir haben natürlich mega. Jetzt verlieren wir wieder ein bisschen Plätze. Aber wir sind zumindest auf Platz 10. Ja, reicht es? Und haben Piastri. Und haben zumindest mal jetzt 3-4 Plätze gut gemacht. Oh, sollte auch ein bisschen sich konzentrieren aufs Fahren. Und nicht nur aufs Quatschen. Jetzt haben wir nämlich wieder 2-3 Plätze verloren. Könnte zumindest das eine Auto wieder kassieren. Gasly in diesem Fall. Ich muss jetzt gerade. Oh, ich muss jetzt ein bisschen rein. Wir verlieren jetzt gerade ein bisschen den Platz und nicht da. Wir sind jetzt gerade ein bisschen raus aus dem Konzert. Wir waren dran. Wir waren schon drin in dem Rennen. 16. mittlerweile wieder. Wir waren schon dran. Wir waren 10. Haben 6 Plätze jetzt wieder verloren im Ende. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Ich quatsch mal gerade ein bisschen weniger. Jetzt versuchen wir es gerade mal ein bisschen wieder gut vorzuarbeiten. Hier sind wir zumindest wieder 14. Ta, Teamkollege, sagt er, zieh mal zurück, Kollege. Ich bin ja der größte Hase hier auf dem Feld. Da haben wir 6 Plätze verloren haben. Super stark gehabt eigentlich. War schon vorbei am Piastri. Aber haben dann nochmal richtig Abstand bis Platz verloren. Plätze verloren. Und ziehen jetzt auch mal wieder so ein bisschen vorbei. Und sind zumindest 12 da. Aber wo willst du denn da hin? Top 3 hat er gesagt, okay. Also der 5. Top 3. Ja, da wir auf leicht fahren, sollte das eigentlich kein Problem sein. So, jetzt sind wir doch noch wieder 10. nach dem Start. Wir haben 14 Runden heute. Wow, Alter! Ich hätte jetzt sicher weiter so früh bremst. Wuhu, Schockmoment! So, jetzt haben wir ein kleines interessantes Duell mit Lance Stroll, nämlich genau wie bei uns, der Sohn des Teambesitzers, Lawrence Stroll, sein Vater. Ihm gehört das erste Martin-Team. So, jetzt sind wir vorbei. Perez hat auch Plätze verloren. Der war, glaube ich, jetzt 6. gestartet. Vorbei an Perez. Der aber doch neben uns ist. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Alonso wäre das große Ziel. Der nächste auf Platz 5 liegen. So, vorbei, Benz. Ein bisschen aufpassen, dass der das Zeit ist, immer noch neben uns. Jetzt dürfte er aber zurückziehen. Müsste er zurückziehen. So, vor Aaron Alonso. Hier kann ich mich ein bisschen konzentrieren. Ah, der alte Mann lässt sich nicht so einfach überrumpeln. Aber auch er muss dann zurückstecken und jetzt sind wir dran an Hamilton. Also 5. sind wir jetzt zumindest. Das große Bonusziel fährt davor. Ist aktuell Charles Leclerc. So, jetzt haben wir schön DRS, das ist das Gute. Man kann uns hier noch Hamilton vorbeisaugen. Der lässt uns auf den Platz, den er haben will. Nee.
Vorbei ja Lewis Hamilton dran an Charles Leclerc. Und davon sondern Russell. Und Verstappen. Russell auch, muss auch gut gestartet sein. Ja, wenn Mercedes beide mit guten Start. Sie haben, glaube ich, auf 4 und 6 oder was waren die? Sind momentan auf 2 und 5. So, jetzt greifen wir gleich Leclerc an. Wahrscheinlich vermutlich auf der Zielgeraden. Ja, das wird auch sinnvoll einmal sein. Ich da irgendwo eine Dive-Bombe oder was auch immer wieder so nötig, was beschädigen im Auto. Und vorbei. So, vor uns Russell. Wir sind Dritter, wir haben das Bonusziel momentan. Ich vermute, wenn nichts passiert, sollen wir das Rennen eigentlich sogar gewinnen. Also kriege ich den noch vor der Haarnadel? Ja. Das war relativ simpel. Aufpassen. Aber es hat damals natürlich den Nachteil. Es hat ja nämlich das DRS. Aber kann nichts machen. Komm nicht rein. Verliert sogar Schwung. Und der nächste ist der Weltmeister. Max Verstappen. Den wir uns jetzt hoffentlich gleich snacken dürfen. Wir haben zwei grüne Action. Das heißt, Platz 5 und Platz 3 sind momentan sicher. So, Maxchen. Ja, noch haben wir kein Delta. Der zieht gut weg, aber da vorne. Wir haben doch keine Bestzeit. Die hat nämlich auch noch Verstappen. Aber die werden wir uns auch holen. So, jetzt haben wir Max als großes Ziel. So, was das der ist. Jetzt können wir angreifen. Ah, zieht weg, der Red Bull, ne? Jetzt zieht richtig schön weg, da vorne auf der Geraden. So, einmal vorbei. Verstappen wieder drin. Also das hat er gut gemacht. Hat er dran geblieben, ja. Jetzt haben wir noch diese Nacht, jetzt hat er nämlich das Geld, aber wir können trotzdem angreifen. So, einmal kurz angetäuscht auf der anderen Seite und jetzt rübergezogen. Und dann habe ich ihn. Und dann kann er nichts mehr machen. Aber clever gemacht, wie gesagt. Ich muss ein bisschen früher bremsen oder ein bisschen zu früh bremsen und der geht den vorbei. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Achso, Bonus heißt, schnellste Runde noch zu fahren. Okay. Aber der Vorteil, das hätten wir. Jetzt sind wir nämlich erster Sektor schon mal lila. So, mein Vorteil, jetzt haben wir kein Auto mehr vor uns. Jetzt können wir nämlich unsere eigene Pace gehen.
Ja, mal gucken, was gleich der zweite Sektor sagt. Queen. Eine Runde fahre ich noch. Ich werde versuchen, die vierte Runde zu fahren. Aktuelle Handmasse. Deswegen wollte ich die Runde mitnehmen. Bei Verstappen wird sie wohl kaum fahren. Es sei denn, er kann mit dem Medium nochmal zaubern. Jetzt gehen wir nämlich auch rein. Jetzt haben wir noch gleich Runde 8. Was ist der Sektor? Gut. Aber wie gesagt, wir werden in die Box gehen. Und haben ja dann immer noch mit den Soft einen Vorteil. Der Sektor wäre immer rot. Aber wir müssen jetzt definitiv rein, wir haben nichts mehr auf den Reifen. Noch haben wir. Wir haben jetzt gerade mal 21% verbraucht. So, haben wir die Box. Scheiße. Los, los, los. Das war kein guter Stopp. Hat uns etwas Zeit gekostet. Ja, da war, weil ich zu spät eingebogen bin. Russell jetzt vorne, Hamilton vorne. So, kann ich vor Perez bleiben? Das ist die große Frage. Ja. Schon mal Vorteil, dass wir jetzt hier etwas hinkriegen. Wir haben den Vorteil, dass wir mit Soft, den Soft-Reifen jetzt ein bisschen dran ziehen können, weil die zwei da vorne müssen ja noch mal rein. Sechs Runden noch. Aufpassen, nicht jetzt zu viel wollen. Ich erinnere mich noch an das Japan-Rennen gegen Hamilton. Das machen die Hamilton will unbedingt noch vorbei, aber dann kannst du knicken, mein Freund. Und jetzt hat er keinen Schwung mehr, aber ich den zugemacht, also ein bisschen weggenommen habe. Jetzt haben wir Russell als nächstes. Aber das ist eh nur eine Frage der Zeit, wie gesagt, der wird in die Box gehen. Ja, der wird sich auch nicht groß wehren, warum auch? Sehr gut, reife Leistung. Ab in die Box für dich, Russell. Würde mich schwer wundern, wenn es mich nicht so wäre. Ja, noch nicht. Der ist Hamilton Erster, oder? Ja. Und unser Lewis rein.
So, schön jetzt auf die. Wunder. Jetzt runde Sache mit dem Topfen ist das eigentlich nicht das Problem. So, das war was für in der Box. Da wird wahrscheinlich Hamilton auch gleich wieder verstopft, wieder gleich vorbeigehen. Ja, das ist jetzt gerade passiert. Distanzieren wir gerade so schön. Den guten Aiden. Aiden Jackson. Ja, den hätte ich auch erwartet, dass er geht, aber als Kasper unterschrieben war, war mir klar, dass der doch bleibt. Wobei die Unterschrift von Kasper war auch durchaus überraschend. Man hat ja gesagt, er geht, aber ich hätte auch nicht erwartet, so gesagt, dass er mit der Formel 1 anheuert. So, Runde 11 geht da jetzt. Das jetzt ausgerichtet Butler arbeiten müssen. Soweit sie ihm zum Ruhm verschaffen, das ist eigentlich mehr oder weniger nicht so meins. Ich mag ihn nicht, er ist total unsympathisch. Eigentlich große Fresse und nichts dahinter, aber heute müssen wir beweisen, dass er noch was dahinter hat. Wurde 12, glaube ich nicht mehr. Die Folge wird heute ein bisschen länger werden. Ich ziehe gerade eine Schelle runter. Also wir sind gerade, können ja beide mal reingehen eigentlich. Schön mal auf hart jetzt noch gehen.
Wir haben ja Zeit, wir können es ja ein bisschen spielen da vorne jetzt. Ich mache es jetzt gerade mehr weniger künstlich spannend. Schön auf die Harten jetzt. Fertig, los jetzt. Der Stopp war nicht so schnell, wie wir es uns gewünscht hätten. Geschenkt. So, die Frage ist, wie viel haben wir jetzt auf Vorsprung? Hm? Ein bisschen aufpassen, weil die Harten... Das ist der 15-7. Ihr könnt sogar noch einen einlegen. Aber vorletzte Runde, liebe Leute. Gleich. Wenn ich jetzt nochmal in die Box gehe, bin ich raus aus der Nummer. Dann kann ich nichts machen mehr. Ich will natürlich jetzt nochmal auf Dings gehen. Finde ich die Frage, ob ich den Verstappen noch kassieren kann. Nein, die wechseln jetzt nicht. Ich fahre die letzte Runde. Ich hole das Ding jetzt nach Hause. Wenn ich jetzt nochmal was da gemacht hätte, vielleicht doch nochmal, hätte mir was kaputt gefahren oder was auch immer. Nee, alles gut. Also ich vermute, ich hätte ihn sogar bekommen, aber... So, dann haben wir es. Letzte Kurve. Und dann holen wir uns den Auftaktsieg hier in Bahrain. Im Mittelfeld gab es einige Überraschungen. Wo fangen wir an, Stefan?
Connor Sports hat mich am meisten überrascht. Tolles Rennen für Butler heute, das haben sie aber auch gebraucht. Ja, jetzt müssen sie nur noch diese Leistungen halten und das ist leichter gesagt als getan. Kasper Ackermann hofft natürlich, dass diese Saison besser wird als die letzte. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podium begeben. Sie alle hätten den Sieg verdient gehabt. So. Was für ein Saisonstart, David. Sie sind mit Ihrer Leistung heute sicher zufrieden. Also manchmal frage ich mich, überhaupt jemand richtig im Kopf. Ich bin immer schnell gewesen. Jeder hat die Probleme gesehen, die wir letzte Saison mit dem Auto hatten. In dieser Saison fahre ich ein Auto, das funktioniert. Und Überraschung, es läuft richtig gut. Das ist keine Raketenwissenschaft. Sie hatten in der Vergangenheit einige Zusammenstöße mit Ihrem Teamkollegen Aiden Jackson. Ist das vorbei? Was halten Sie von Aiden? Ja. Er ist der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Wissen Sie, woher ich das weiß? Er hat es mir gesagt. Sie glauben, ich bin überheblich? Aiden ist richtig egoistisch. Komm, wir bleiben aber in seiner Linie. Anzunehmen, mit dem sie eine solche Vergangenheit haben. Ich denke, er wird einen großartigen Job als Teamchef machen. Vor allem, weil er nicht in seinem Team. Wir bleiben halt als Assi. Er ist bestimmt unglaublich dankbar dafür. Wie würde eine erfolgreiche Saison 2023 für Sie aussehen? Wenn mein Vater am Ende der Saison der Meinung ist, dass ich auch noch ein gutes Rennen gefahren bin, wenn ich das als großen Erfolg wäre. Schwer zufriedenzustellen. Und wir müssen unser Bestes tun, um ihn bei Laune zu halten. Also ja, ein Rennen, das dem alten Mann gefällt. Ist das möglich? Bleiben Sie dran. Vielen Dank. Danke. So. Gut. Großartiges Rennen heute. Das sah klasse aus. Ja, kann man zu reden. Ich weiß, wir hatten Probleme. Letzte Saison war letzte Saison. Der hört gar nicht zu, jetzt komme ich gerade zu seiner eigenen Welt. Ein neuer Start für das Team. Was meinst du? Jackson. Ja, danke, Mann. Der Müllheimer ist dort. Ja. Super. Saison. Der Blatt hatte Masi. 2023 war komplett anders für Connor Sport. Wie meinen Sie das? Das Auto. Zum einen. Wir hatten die gröbsten Probleme beseitigt und konnten so langsam sein volles Potenzial ausschöpfen. Können wir darüber sprechen, was mit Devon passiert ist? Ja. Gut. Ich kriege jetzt bestimmt mal noch eine Nachricht, oder beziehungsweise einen Anruf. Was gibt's? So kümmert sich ein Butler um seine Angelegenheiten. Oh, genau. Du repräsentierst das Team und den Namen Butler. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ja, ist gut gelaufen. Gut. Ich bin schon gespannt, was diese Clowns Ackermann und Connor zu sagen haben. Ja. Alles okay, Devin? Was? Ja, alles gut. Nur das Adrenalin. Ich habe heute alles gegeben und muss erstmal etwas runterkommen. Natürlich, wir reden später. Ich habe ein paar Meetings, aber ruf mich ruhig an. Ich bin stolz auf dich, Junge. Stellen wir sicher, dass das heute keine einmalige Sache war. Okay, ciao. So.
Social. E-Mail. Achso, wir haben noch ein paar Mails wahrscheinlich. Also wie gesagt, wenn ihr lesen wollt, dann tut das bitte. Gut, ich bin raus heute. Wir sehen uns noch wieder am Sonntag. Und dann freue ich mich wieder einschalten, wenn ich hier bei F1 23 Breaking Point 2.